Hey Leute, Neo Strix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Snapshot-Vorstellung. Heute aus dem neuesten Snapshot und einer der ersten Snapshots oder der erste Snapshot dieses Jahr, und zwar der Minecraft-Version 24W03B bzw. 03A. Es gibt einige Neuerungen, allerdings würde ich sagen, fangen wir sofort an. Das Wichtigste zuerst: Wir alle oder die größten Minecraft-Experten hier im Video wissen alle von den sogenannten Spawn-Chunks. Das sind die Chunks. Ich kann mal kurz die Chunks einblenden. Hier diese Bereiche, die hier durch diese Grenze markiert werden. Und die Spawn-Chunks sind eben solche Chunks, die immer geladen sind in eurer Welt. Das sind normalerweise die Bereiche, wo ihr das erste Mal in eure Welt spawnt. Das heißt, ich bin hier gerade gespawnt. Hier in dem Bereich sind dann auch die Spawn-Chunks. Die hatten früher einen Radius von 10, was ziemlich groß ist und auch viel Platz geboten hat für Farmen, die man in dem Bereich bauen kann, wodurch man dann eben unendlich diese Dinger laufen lassen konnte. Allerdings wurde das Ganze mit diesem Snapshot auf 2 verringert. Das heißt, der Radius war früher 10, also 19 mal 19 Chunks, und jetzt ist aber 2, das heißt 3 mal 3 Chunks. Ist immer noch groß. Ich meine, 3 mal 3 Also wir haben hier einen Bereich 16 mal 16 Blöcke, ist immer noch ausreichend für kleine Farmen, also nicht schlecht. Das sind 48 mal 48 Blöcke, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Das ist allerdings für viele ein großes Problem, vermute ich mal, weswegen Mojang sich auch dachte, wir führen direkt mal damit zusammen eine neue Game Rule ein, und die heißt Spawn Chunk Radius. Die ist standardmäßig auf 2, wie ihr jetzt wisst, und um den alten Radius zurückzubekommen, müssen wir einfach eine 10 hinschreiben, und Maximum bei dem ganzen Ding ist 32, was ziemlich krass ist. Warum Mojang das gemacht hat, ist wahrscheinlich jedem klar, und zwar um Leistung zu sparen. Wir alle wissen, die Minecraft Java Version ist ziemlich ressourcenhungrig, läuft deswegen auch nicht auf allen PCs und Laptops flüssig. Was ich auch merke bei meinem PC, wo ich jetzt gerade aufnehme, natürlich läuft das Game meistens flüssig. Auf meinem Schullaptop eher weniger. Naja, auf jeden Fall wurde das Ganze jetzt angepasst, damit man hier dementsprechend sein Game so einstellen kann, wenn die Cheats aktiv sind, dass das Game etwas weniger Leistung frisst, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Dann zur nächsten Änderung, die betrifft ein neues Mob, und zwar den Armadillo. Der kam ja mit einem der letzten Snapshots dazu, und da ist auch schon einer, und wir befinden uns gerade in einem Badlands-Biom. Allerdings spawnte der Armadillo vorher nur in Savannen. Das wurde jetzt angepasst. Der spawnt jetzt auch hier in Badlands Biom. Ich hatte ja auf meinem Kanal die letzten Snapshots zeittechnisch nicht geschafft, hier in ein Video zu verpacken. Deswegen genauere Infos, wie der Armadillo funktioniert, gibt es dann später mal, wenn die 1.21 draußen ist, für ein gesondertes Video. Allerdings schauen wir uns natürlich alle Änderungen an, die es jetzt hier mit diesem Snapshot gibt. Eine weitere Änderung, die den Armadillo bzw. die Mobs betrifft, die vor ihm wegrennen. Es gibt jetzt ein paar Änderungen bzw. Ergänzungen, denn ihr seht schon, ich bin mit Spinnen-Spawn-Eiern bewaffnet. Das liegt daran, dass Höhlenspinnen und normale Spinnen jetzt in der Gegenwart vom Armadillo die Flucht ergreifen, solange er nicht zusammengerollt ist. Dazu wurden auch, falls ihr das sehen könnt, die Texturen vom Armadillo etwas angepasst. Vorher waren die Augen ja, ihr seht ja hier diesen schwarzen Punkt und hier einmal den schwarzen Punkt auf der Seite. Die Augen waren vorher hier vorne auf dem Kopf. Das hat sich jetzt geändert. Die sind jetzt hier an der Seite. Dazu wurde die Farbe vom gesamten Mob etwas abgeändert. Die wurde etwas intensiver gemacht. Die Sättigung wurde ein bisschen erhöht. Fällt jetzt nicht direkt auf, wenn man kein Vergleichsbild hat. Aber das wurde auf jeden Fall auch noch angepasst. Dann gibt es noch kleine Bugfixes für den Armadillo. Und zwar wurde jetzt die Reichweite angepasst. Und zwar auf die Standard Mob-Reichweite, wo Mobs um einen herum checken, dass man das in der Hand hat, was sie gerne essen. Für den Armadillo ist das ja das Spinnenauge, und für alle anderen Tiere, Weizen oder irgendwelche Samenkörner, das wurde jetzt eben so angepasst, dass es den anderen Reichweiten auch entspricht. Dazu, wenn wir einmal hier die beiden paaren, seht ihr, wurde das Ganze auch nochmal geändert, dass die sich tatsächlich so berühren, wie es die anderen Mobs auch tun. Und direkt eine weitere Änderung für die kleinen Baby-Armadillos.
aus. Da wurde unter anderem der Sound angepasst, dass der ein bisschen höher gepitcht ist, so wie es bei anderen Tieren eben auch der Fall ist. Und es gibt jetzt Partikel, wenn man die kleinen Baby-Armadillos groß füttern möchte. Die gab es vorher nicht. Wo wir gerade bei Mobs sind, es gibt auch noch betreffend zum Armadillo ein paar Änderungen, was den Wolf bzw. den Hund betrifft. Ich spawn hier einmal einen hin. Ihr seht, so von Haus aus sieht er relativ normal aus. Allerdings hat das Ganze ja mit dem Armadillo zu tun. Wir zähmen den Kollegen einmal. Wir legen ihm jetzt einmal die Rüstung an und dann sollte den einen oder anderen auffallen. Es gab Änderungen auch an der Rüstung für Hunde bzw. Wölfe. Die wurden natürlich so eingefärbt, dass das Ganze mit der Armadillo-Farbe übereinstimmt. Und zum anderen gibt es jetzt eine kleine Texturänderung, was diese Rüstung betrifft. Die sieht jetzt etwas anders aus. Dazu ist diese Rüstungstextur, wie man jetzt hier mal ein bisschen sehen kann, mit dem Spectator-Modus, kann man ein bisschen sehen, die Rüstungstextur ist jetzt ein paar Pixel von der eigentlichen Wolf-Textur abgehoben. Das kann man, glaube ich, ganz gut hier am Kopf sehen, würde ich mal sagen. Das war vorher nicht so. Die lag vorher komplett auf der Textur vom Hund auf. Jetzt gibt es eben, wie auch bei einer Spielerrüstung, diesen kleinen Abstand zwischen Skin, sage ich mal, und Rüstungsmodell. Als nächstes hätten wir dann ein paar Anpassungen für die Accessibility-Settings, beziehungsweise für die Accessibility selbst, nicht für die Settings. Und zwar, wenn wir im Menü sind, in irgendeinem Menü, dann können wir ja bekannterweise mit Pfeiltasten oder mit Tab navigieren. Und jetzt ist das Ganze hier auch hervorgehoben, wenn wir eben eine Sache hier ausgewählt haben. Das gilt auch für die Tabs im Weltengenerator. Und wir merken auch schon, wenn wir einmal hier mit den Tasten drüber gehen, wir machen es nochmal. Ihr seht, sobald man einmal mit den Tasten hier im Menü drin war, dann ist immer sofort, und das ist auch die eigentliche Änderung, das erste Element gehighlightet, wodurch man dann direkt hier einmal durchgehen kann mit seinen Pfeiltasten. Und so hat man dann eben sofort den Fokus auf dem Button, der ausgewählt ist, und muss nicht erst noch einen Button klicken. Das sieht man auch hier, wenn wir in die Options gehen, ist direkt der FOV-Schieberegler gehighlightet, ohne dass wir noch was klicken müssen. Genauso bei Language oder auch bei Resource Packs. Die nächste Änderung hat auch mit Mobs zu tun, allerdings nicht mit denen, die für die nächste Version schon direkt confirmed sind, sondern mit Breeze, was erst mit der 1.21 kommen soll. Und zwar gab es da ja so ein bisschen Probleme mit den Projektilen im letzten Snapshot, denn das Breeze-Mob konnte vorher nicht alle Projektile ablenken. Soweit ich weiß, waren das nur Pfeile und Tridents. Das Ganze wurde jetzt angepasst, dass es wirklich alle Projektile abwehrt. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Schneeball. Gut, das juckt den Breeze jetzt nicht so. Dazu kommt auch noch, dass die Projektile jetzt nicht in irgendeine Richtung abgelenkt werden, sondern immer zum Schützen zurückgeworfen werden. Die nächste Änderung hat mit dem experimentellen Trade Rebalance Update zu tun. Und zwar geht es hierbei um die Armorer spezifisch. Denn hier war es vorher nicht möglich, in den späteren Trades Rüstungen umzutauschen, die Haltbarkeit verloren hatten. Das Ganze wurde jetzt geändert. Jetzt ist es auch möglich, beschädigte Rüstungsteile umzutraden. Ja Leute, das war auch schon der Inhalt vom ersten Snapshot 2024. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was ihr von zum Beispiel den Spawn-Chunk-Änderungen haltet. Was ich davon halte, habe ich ja schon gesagt. Hier links blende ich euch jetzt einmal die Playlist zu den ganzen vergangenen Snapshots ein, die für die 1.20 bzw. 1.21 sind. Unbedingt abchecken. Ich würde sagen, wir sehen uns damit im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao Leute.